Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich dir, wie du Ratschläge von ChatGPT erhältst. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinden wir uns in der Arbeitsoberfläche von ChatGPT. Was hier alles genau zu finden ist, erfährst du in einem anderen Video. Das Video ist in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Ratschläge erhalten eigentlich bedeutet. In manchen Situationen möchte man zu gewissen Vorhaben in seinem eigenen Leben sowohl privat als auch beruflich einen Ratschlag haben bzw. Ideen dafür bekommen. Nun kann man hier ChatGPT genau dafür nutzen. Das heißt, man stellt sich selbst vor, was man zum Beispiel gerade macht und was man vorhat oder wo man eine Veränderung möchte. Und erhält von ChatGPT eine Antwort bzw. erhält verschiedene Ideen, was man machen kann, um seinem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Wichtig hierbei ist, ChatGPT ist natürlich eine künstliche Intelligenz. Das heißt, sie soll in den meisten Fällen als Unterstützung zur Ideenfindung dienen und nicht als Ersatz für andere Mitmenschen oder sonstiges bei ernsthaften Problemen. Gut, wie bekommt man nun Ratschläge? Ich habe mir hier einen Befehl vorbereitet und zwar, ich gehe seit 3 Monaten jeden Tag 10 Kilometer laufen, merke aber keinen Fortschritt. Auf was muss ich achten oder was könnte ich verbessern? Das heißt, ich habe hier gesagt, ich selbst, es handelt sich um mich, gehe seit 3 Monaten, somit weiß ChatGPT die ungefähre Zeitspanne, jeden Tag, das heißt wie oft, weiß ChatGPT nun auch und die Weite des Laufes, das heißt 10 Kilometer. Somit hat ChatGPT einen groben Überblick, was die Ist-Situation ist. Natürlich könnte man hier noch bei diesem Beispiel genauer eingehen und zwar die Körpergröße, Körperfettanteil, was man erreichen möchte und so weiter. Ich habe es hier generell gehalten. Ebenfalls habe ich hier geschrieben, merke aber keine Fortschritte. Das heißt, ich möchte mich offensichtlich steigern und das weiß nun ChatGPT. Zum Schluss habe ich noch gefragt, auf was ich achten muss oder was ich verbessern könnte. Das heißt, ich habe ChatGPT um Hilfe gebeten und ChatGPT weiß nun, ich benötige Ratschläge für die Verbesserung. Schicke ich nun diesen Befehl ab, so wird mir ChatGPT Ratschläge geben. In diesem Fall ist es großartig, dass Sie bereits seit 3 Monaten jeden Tag 10 Kilometer laufen. Wenn Sie jedoch das Gefühl haben, keine Fortschritte zu sehen, gibt es einige Faktoren, auf die Sie achten und möglicherweise verbessern könnten. Variation des Trainings, richtiges Aufwärmen und Abkühlen, Ernährung und so weiter. Das heißt, je mehr Informationen ich ChatGPT gebe in meinen ersten Befehl, desto besser kann sich ChatGPT darauf einstellen und desto besser sind die Ratschläge. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits und zwar möchtest du dein ChatGPT-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den ChatGPT-Einsteigerkurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema ChatGPT. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein ChatGPT-Einsteigerkurs-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.